Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Letzte Folge haben wir die Hauptquest ein bisschen vorangepeitscht und wir haben zum ersten Mal eine kleine Kopfgeldjagd vollendet. Ja, komm, geh mal weg hier. Legendäre Schatzkarte. Egal. Es sind jetzt neue Haris gespawnt. Ein paar haben jetzt hier noch die Teile und ich denke, die restlichen geben halt immer nur verdammt viel Geld und viel Ruhm natürlich. Dauern dann dementsprechend auch lang. Ich würde sagen, ich würde mal das Set ein bisschen vervollständigen. Aber ich würde auch erstmal zur Story jetzt hier mal weiter ranschreiten. Mal schauen, was Skurlock wieder zu sagen hat. Das Ruder bietet euch also ein größeres Kontor? Vergesst nicht, dass ich euch weitaus reicher entlohne. Das Kontor habe ich jetzt schon ein bisschen. Oh, 700 XP und 1150. Und was ist das, eine Kanone? Irgendeine Kanone kriegen wir als Belohnung. Stufe 5 schon mittlerweile. Ich habe das Rätsel gelöst. Ich weiß, wer die Ratten anführt. Okay, wer? Und ihr zieht los und werdet ihn umbringen. Ich keine Festung provoziert. Ich habe immer ein Auge auf diese miesen kleinen Arschkriecher. Aber der hier hat was drauf. Mhm. Und ist verdammt gierig. Verdammt gierig, das klingt nicht gut. Genau wie ihr ist er ein echter Piratenkapitän mit einer großen Gefolgschaft. Doch mit dem Rücken zur Wand wird diese Ratte zum Löwen. Hm. Wir hängen ihn am Mastbaum. Das bringt die anderen Verräter auf Linie und einige bereuen vielleicht sogar. Das ist nur der erste Fehler, den wir in den kommenden Tagen korrigieren. Und keine Sorge, ihr seid ganz vorne mit dabei. Das klingt nicht so gut. Ich zähle auf euch, Sporte. Ich wünschte nur, ich könnte ihn schreien hören, wenn ihr ihn in Stücke reißt. Dann Max selbst? Zu den Franzosen. Und wird ruhige Gewässer passieren. Der perfekte Ort für einen Hinterhalt. Also los, schnappt ihn euch. Krügelchen, aber wenn du ihn schreien hören willst, geh, ich halte dich nicht auf. Du kannst auch mal was machen. Bleib gierig, Sporte. Ja, ich bin immer gierig. Mehr ist immer mehr. Oh Gott, Beeilung, Beeilung. Wo ist der Schlawiner? Da außen, wir müssen Gas geben. Feuerers! Alle Mann an Deck! Alle Mann an Deck! Los, 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 los! Wir müssen los! Wir müssen los! Ablegen! Volle Fahrt voraus! Segel setzen! Schrubb das Deck! Oh, den erstmal voll hinten reinknallen. Fahren wir durch die Meeresenge? Ah, die ist zu eng. Da kommen wir nicht durch. Ja, da müssen wir einmal außen rum tuckern. Aber das schaffen wir. Einmal Vollgas. Ich bin mal gespannt, worin die Story dann weiterführt. Also, wo sie hin dann führt, besser gesagt. Die können wir die nicht sammeln. Ich schätze mal, die Spirale der Eskalation wird sich immer weiter hochdrehen. Und das ist, denke ich, meine große Vermutung. Haben wir noch genug Munition? Ja. Nach den letzten Kampf in der letzten Folge da mit diesen großen Piraten, Na? Kann man schon mal wenig Munition hey, haben. Fluch, was kann das sein? Wenn schon mal rumschwimmt, können wir es auch mal mitnehmen. Ach, schon wieder Gegenwind hier. Fährt er? Bewegt er sich? Nee, ich glaube, der steht. Nicht, dass das wieder ein Hinterhalt ist. Weil das stinkt schon wieder danach. Sehen tue ich hier auch keinen. Totaler Gegen. Der Frust schießt ich drin ab. Diese Frustabschüsse in den Fenster. Sehen wir noch nicht. War das eine List? War das eine Verarsche?
mal noch mal hier ein bisschen Segel setzen. Ein Sturm zieht auch noch auf. Luca. Ich bin schon wieder nichts hier Vollgas zu geben. Alter, dieser Chat. Der Wind dreht, der Wind dreht. Ist er das? Hier ist was wohl, Captain. Sei bloß wachsam. Das stimmt. Hier ist ein Franzose. Also wenn ich jetzt auf einmal reindrücke, werde ich aggressiv. Da, der treibt einen Handel. Oder? Der wird garantiert irgendwie in den Handel treiben. Ob das jetzt so schlau ist, dass wir den jetzt angreifen, ist eine gute Frage. Die Mannschaft hört auch schon auf zu singen. Oh ja. Feuer frei. Feuer! Das hat gesessen. Die werden deinen Namen nicht so schnell vergessen. Feuer! Die haben wir. Franzosen waren schon mal kein Problem. Und der ist, glaube ich, auch kein Problem. Komm, Musketen abfeuern! Ergebt euch! Dann werdet ihr nur kurz leiden. Mitten im Sturm natürlich. Oha! Egal, Captain. Um Skurlocks Verrat kümmern. Skurlock? Du kleiner asozialer Hund. Du kleiner asozialer Hund. Hat unser Leben in dem Skurlock gar kein Wert? Was ist das wohl, Kapitän? Oh mein Gott. Erstmal die Kleinen wegschießen, oder? Nach guter MMO-Manier. Na toll, na toll, na toll. Erstmal die Kleinen wegschießen. Feuert, bevor sie sich entfernen! Skurlock, du alter Hund! Feuer! Oh, ich hab die getroffen, lol! Das hab ich gar nicht erwartet. Alles nee, das hab ich wirklich nicht erwartet. Oh Gott! Das habe ich wirklich nicht erwartet, dass es die bekommt. Oh Gott, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dieser alte Hund. Musketen, feuert sie in Verderben! Wir versenken diesen Verräter. Also, mir war schon bewusst, dass er uns verraten wird. Aber Arno nicht so schnell. Und B. Hätte er uns für einen Verräter vielleicht? Entdeckung. Weg mit dir. Komm. Der ist hinüber. War, glaube ich, nicht schlecht, dass wir trotzdem eine Schaluppe jetzt haben. Wir sind nah! Feuert jetzt! Au, 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 au. Lasst mich doch in Frieden! Das Schiff wollte ich nicht anvisieren, aber okay. Feuer! Feuer! Oh weh, oh weh, oh weh. Autsch, autsch, autsch. Feuer! Schön mal ram hier. Insekt ballern. Ja, ich sehe es. Oh. Da genug uns zu treffen. Kanonen los. Ai, ai, ai.
Esel. Beidrehen, das ist schlecht, wenn die uns am Arsch kleben. Das ist schlecht, wenn die uns am Arsch kleben. Ich repariere uns gleich mal. Volle Fahrt voraus. Wir haben die schon gut wegdezimiert. Wir haben die erwischt. Feuer! Los geht's! Feuer! Aus allen Rohren! Das ist nicht so gut. Feuer! Was ist hier los? Feuer! Feuer die Kanonen! Oh, wir haben Vollgas, deswegen hier ist das Problem. Oh Gott! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht! Na komm, hoffentlich kommt jetzt nicht der Spieler hier rein, weil wir den Kampf eigentlich schon jetzt allein hier machen. Gas! Musketen! Feuer! Das wird Ihnen eine Lehre sein! Aufzugeben ist keine Kante! Sie sind in Reichweite! Versenkt sie! Habt ihr genug? Garantiert hat Skurlock davon gewusst und er lässt uns hier jetzt hier den Scheißdreck machen. Beziehungsweise hat uns verraten. Wie das die schöne Mannschaft schon denkt. Weg mit deinen Scheißmörsern, ey. Na genug! Zerfetzt sie! Oh Gott, oh Gott, 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 Gott. Es sieht gut aus, aber wir machen halt wenig Schaden. Echt wenig Schaden. Feuert aus allen Rohren! Feuert! Musketen! Luft ist zwecklos! Wir hatten die jetzt gut gerade so einen Pass drin. Da können wir dauerhaft gerade feuern. Ah, der hat gesessen. Ich würde gerne mal mit der vorderen Kanone treffen, dass der hier ein bisschen. Versenkt sie! Sie sind in Reichweite! Ja, ich bin in Reichweite. Oh nein, 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 nein. Na, genug um zu treffen! Feuer die Kanone! Gas, 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 Gas. Mein Gott, ey. Das war knapp. Wir drehen mal ab. Gut. Feuer! Bereit machen! Das war nichts! Uiui. Ich hab gesessen. Mehrere Geschosse im Anschlag! Feuer! Komm, 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 komm. Bremst, bremst, bremst. Ramm! Los geht's! Was weißt ihr mit Davy Jones? Unser Schiff ist in schlechtem Zustand. Ja, das ist im sehr, sehr schlechten Zustand. Seid ganz allein und bereitet euch auf euren Tod vor. Wir müssen nur entert! Die will ich ändern. Die will ich ändern. Hallo? Jo, ranziehen! Die Schweinehunde Ende. Kommt ran. Ich hole mir ein neues Schiff und jäte euch! Das will ich sehen. Das war kein Zufall. Skurlock wollte, dass wir durch Karadex Klinge sterben. Ja. Doch wir leben. Die Segel hoch! Das glaube ich auch. Die Segel! Volle Segel! Ja, alles voller Leichen gepflastert. Holy moly. Das vergisst man immer so schnell, ne? Auf die ganzen Schiffe, die wir hier versenken, sind ja jede Menge Leute. Und nicht gerade wenige. Okay, dann überraschen wir mal Skurlock. Ja, das würde ich dir auch gerne geben. Wahrscheinlich sagt er, oh, das war gar nicht getan. Oder wir kommen an den Land und werden direkt abgeknallt. Wir werden schon mal nicht abgeknallt. Gibt's noch ein Plätzchen auf eurem Deck? Wir reparieren mal kurz noch das Schiff. Natürlich gibt es Ratten bei Skurlock. Gleich und gleich. Skurlock selber die Ratte. Hat er wahrscheinlich alles inszeniert, um uns zum Narren zu halten, um alle wegzubekommen, die ihn nerven. Meine Vermutung.
Darf ich zu Mr. Skull? Die Kanonenschüsse einer Sloop sind die wuchtigsten überhaupt. Sprotte, ihr seid zurück. Karadek ist also doch nicht unsterblich. Der beste französische Captain fiel durch eure Hand. Was? Ich würde gern beides fragen. Ihr habt mich in den Tod geschickt, oder? Weniger als in unsere Taschen fließen wird. Nun, da er tot ist. Ja, ich sprach mit Karadek. Dieser ruhmsüchtige Narr. Schon beim Gedanken daran, eine Berühmtheit wie euch zu töten, lief ihm der Sabber aus dem Maul. Also wart ihr nicht nur der Köder, sondern auch der Haken und das Messer. Die Falle galt nie euch, sie galt immer Karadek. Die Kompanie hat ihren Helden verloren und die Ratten ihren Anführer. Niemand stellt sich uns mehr in den Weg. Die Welt gehört uns. Da hätte ich auch drauf kommen müssen. Oder sollen. Krieg dich wieder ein, Sprotte. Habe ich dich je in die Irre geführt? Ja, nicht nur einmal. Der Geleitschutz der Exeter. Weißt du noch, wie elend du aussahst, als du zum ersten Mal hier reingestolpert bist? Dein Rum trinke ich nicht. Und jetzt sieh dich an. Du hast Macht über deine Feinde erlangt und dir auf der ganzen Roten Insel einen Namen gemacht. Trink nicht, Junge! Und es heißt, Admiralin Rama im Osten will dich treffen. Zweifellos wird sie von deinen Taten gegen Karadek erfahren und von der Piraterie gegen die Kompanie. Und zwar von meiner Wenigkeit. Bist also doch nur zufrieden, Marionette zu spielen, oder wie? Jetzt auf einmal. Sie braucht einen gewieften Piraten wie dich bei ihrer schleppenden Rebellion gegen die Holländer. Im Gegenzug füllt sie dein Schiff mit Schätzen aus dem Osten, von denen wir Piraten in St. Anne nur träumen können. Und dann, Sprotte, könntest du bald eine eigene Flotte haben. Und jede Menge Captains am Rockzipfel. Wer weiß, vielleicht wirst du eines Tages sogar ein Piratenfürst wie ich. Und das Wichtigste ist, auf dich ist Verlass, das muss ich schon sagen. Gibt nicht mehr viele, mit denen ich anstoßen würde, weißt du? Ich danke dir, Sprotte. Im Unterschlupf gibt es immer Aufträge. Und wenn wir uns wiedersehen, stehen mir die Flammen hoffentlich nicht mehr bis zum Hals. Piraten einfach. Wir sind wahrscheinlich zu groß für sein Teich geworden. Na? Der hat ein bisschen Schiss, dass wir sein Teich werden. Alligator möchte mein Freund sein. Okay. Will ich jetzt auch nicht sehen. Komm jetzt da rein nochmal. Komm da einfach wieder rein. Okay. Kommen wir zum Geschäft. Also bei dem kann ich dann wahrscheinlich immer... Okay, kann ich nur reden? Als Straßenkind in London traf ich eine französische Kaulquappe namens Etienne. Der arme Junge war in der Fremde verwaist. Wir arbeiteten gut zusammen. Ich redete, er machte den Rest. Aber ich wollte höher hinaus. Also stahlen wir ein goldenes Armband. Von dem Erlös hätten wir lange essen können. Zwei schmutzige Ratten mit Schmuck. Wir wurden gejagt und dann wurden wir verraten. Etienne konnte ihnen entwischen. Er riss mir das Armband aus den Händen und stieß mich zu Boden. Dieser Narr. Sie wollten nicht uns, sondern das Armband.
Ich entkam. Mit Mühe und Not. Etienne hatte weniger Glück. Wir hatten schweren Diebstahl begangen. Sie haben ihn am Galgen aufgehängt. Hätte ich das Armband nicht entdeckt, wäre er noch am Leben. Hier gibt es immer was für euch zu tun. Das war nichts zu tun, du hast nur mit mir geredet. Komm später wieder, okay. Weiter deinen Einflussbereich über die Roten Insel hinaus, wo dich Gelegenheiten im Osten erwarten. Lies den Brief geheimnisvollen Verfassers. Okay. Das heißt, wir müssen da wahrscheinlich darüber. Und ich glaube, für da üben sind wir noch ein bisschen zu schwach. Meine Vermutung. Ich hörte, Skurlock betrachte euch als beinahe ebenbürtig. Wie viele andere Kapitäne seid ihr auf Skurlocks Lügen hereingefallen? Ach nee. Doch irgendwie seid ihr seiner Falle entkommen und habt sogar seinen Gegner besiegt. Alles, was Skurlock noch hat, verdankt er euch. Und trotz all dem bleibt ihr unter ihm. Tretet aus Skurlocks Schatten hervor. Und ihr werdet ihn in den Hintergrund drängen. Weitere Abenteuer erwarten euch. Spürt sie auf. Und unsere Wege können sich bald wieder kreuzen. Wer kann das denn sein? Ja, okay. Gut. Unser Captain den Kurs und verpasst die Midships eine volle Breitseite. Ich dachte, es war eine Knappenschlägerin. Da haben wir hier alles erledigt. Wir müssen jetzt hier dann darüber weitergehen. Was ist das? Eine Vollkanone. Super. Mastbrecher. Geil. Das sieht toll aus. Das gucken wir uns mal gleich genau an. Tab. Hier, wie Gustav. Ja, wir müssen darüber segeln, na? Und dann hier. Der Horizont lockt. Überquere die offene See und gelange zu den Piratenverstecken. Werde ich mal noch nicht machen. Die offene See ist ja hier. Und darüber. Beide Missionen sind jetzt hier. Das wird wahrscheinlich der zweite Haupthafen sein. Meine Vermutung. Was ich vermute ist aber eher, ich bin momentan noch hier ein bisschen zu schwach auf der Brust. Das heißt, ich würde gern hier noch wesentlich mehr machen. Das heißt, Level ETC. Und vor allem Schiff noch aufbessern einfach. Was haben wir hier noch? Freigeschaltet 7 von 10. Wir haben das ganze Set. Toll. Die sieht auch nicht schlecht aus, die Lackierung. Wie gesagt, ich will es eigentlich edel machen, aber das Blau ist ein bisschen nervig. Egal. Zack. Ja, Schiffverschönerung. Was leuchtet hier noch? Ich hasse es auch immer, wenn es so aufleuchtet. Hier ist doch alles abgehakt. Egal. Waffen. Das ist schön. Sind wir dann schon Stufe 6? Oder fehlt da ein Millimeter? Ich glaube, da fehlt ein Millimeter. Aber schaut mal, was das hat. Es hat Mastbrecher, hat Durchschlag und Segelzerfetzen. Ideal eigentlich für Jagdkanonen. Wir verlieren aber dann Feuer. Aber die sind ein bisschen stärker. Nicht nur ein bisschen. Wir können noch mehr erreichen. Sie wäre Stufe 6? Nicht ganz, nicht ganz. Ein bisschen würde noch fehlen für Stufe 6. Nix. Kann ich noch irgendwas ausrüsten? Ne, Panzerung habe ich auch nichts Besseres. Leider nein. Moment, doch. Ne. Können wir nichts. Können wir nicht verbessern. Da brauchen wir dann bessere Waffen. ETC. Okay.
Gut, dann haben wir hier alles in Saint-Denis abgearbeitet. Wir können jetzt nur noch verbessern. Nur noch verbessern, in Anführungszeichen. Und das müssen wir ja sogar sehr dringend machen, weil beispielsweise ich will ja auch ein besseres Fernrohr PPPPP bekommen. Veredelung. Da habe ich auch mal Sachen ein bisschen veredelt. Komm mal mit hier, hallo. Die Bonzen in New York sind wohl sauer auf Skurlock. Wie wird er sich da wieder rauswinden? Das nehme ich auch mal. Kann man noch hier was besser machen? So, zacke die zack. Nickelbahn. Haben wir hier noch fertig. Jetzt soll dem mal das Zeug wegmachen. Langsam verstehe ich, warum man euch viel. Warte, die fertigen Produkte sind A mehr wert und B, damit kann man auch eher. Habt ihr euch in Skarlocks tückischem Netz verfangen? Okay. 300 Ruhm etc. Das heißt, ich werde jetzt ein bisschen weiter Piraterie verfolgen, machen. Auftragsbrett. Gibt's auch einiges, aber Ruhm 50 lockt jetzt eher weniger, muss ich ehrlich sagen. Ich guck mal einfach, was sich ergibt. Und ja, wir werden dann. Ich weiß noch nicht, wie wir dann als nächstes weitermachen. Ich werde erstmal hier Aufträge von den ganzen Händlern hier machen, weil die haben Blaupausen. Mitunter, die habe ich ja noch gar nicht gemacht. Und die geben viel Ruhm. Und ja, damit hoffe ich, dass ich dann genug eher Schlawiner. Und ja, in diesem Sinne würde ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen bedanken. Heute mal ein bisschen kürzer die Folge als normal. Und in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.